Momentan ist der Befristungsgrad 10 bis 12%, aber es sind Hiring Days, nennt sich das bei Amazon gerade wieder. Also kann man sich mal auf so eine Warteliste draufschreiben lassen, mal vorstellen und so. Und ich denke auch zum vierten Quartal hin wird wieder auf. Und wie war es mit der Streikbeteiligung der Befristeten? Gemeinhin wird ja gesagt, der befristete Beschäftigte streiken natürlich viel weniger, weil sie immer mit dem Hammer im Hintergrund quasi stehen, dass sie dann nicht mehr weiter verlängert werden. War das bei euch auch so? Ja, oder? Ja. Wobei wir, also auch mit den Aktiven aus dem Betrieb, sagen, ob du jetzt streikst oder nicht, das hat tatsächlich keine Wirkung aufs Arbeitsverhältnis und wir können dir sagen, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit, du wirst eh nicht weiter geschäftet. Wollten Sie nicht glauben, letztes Jahr im Dezember haben wir Rentner und dann gingen Montag früh die Kollegen rein zum Arbeiten an die vorbei und sagen, nein, wenn ich unbefristet bin, dann streike ich mit und sagen, wirst du es nicht überleben, weil wir wussten das aber im Statusverfahren. Zwei Stunden später kamen sie raus und sagten, naja, jetzt bräuchte ich Hilfe der Gewerkschaft, weil sie haben mich nicht übernommen. Ne? Dann kannst du ja auch nichts mehr schaffen. Okay, also das sind ja schon interessante Methoden, dass Amazon eine Website gegen den Wellensekretär irgendwie fährt oder das zumindest dann... Ganz lustig, derzabel.de. Also ist echt nett. Wenn es die Kollege rausschneidet, würde ich jetzt sagen, ich verlasse mich darauf, dass es ein Kleinkind eigentlich geschrieben hat, aber... Aber so wird gearbeitet. Das Manager ist Führungskraft, war im Betriebsrat auch bis vor 3 Wochen und hat so eine persönliche Abneigung gegen Gewerkschaften im Allgemeinen, war IGBCE-Mitglied jahrelang und sagt auch immer ganz toll, aber Werte ist nichts. Also wird so gezielt, meiner Vermutung nach, von der Leute rausgesucht, sich billig hergeben. Okay, also ich finde, für mich sind das relativ harte Bandagen, mit denen da gekämpft wird. Es ist der Handel, es ist der Handel, da ist es so. Aber da kann ich ja gleich einmal rübergeben zur Stefanie Wegesser, die ihr ja schon kennengelernt habt. Wir haben ja jetzt schon viel über den Tarifabschluss Post geredet, aber ich würde dich, Stefanie, nochmal fragen wollen. Einmal hier mit den Befristungen, das hat der Kollege ja auch gesagt, dass das für die Kollegen, die befristet waren, immer ein Argument war, nicht zu streiken, auch wenn es ihnen dann im Endeffekt keine Auswirkung hatte. Da habe ich bei der Post anderes gelesen, wie da mit befristeten Beschäftigten umgegangen wurde, die gestreikt wurden. Und auch sonst war mein Eindruck von dem Post-Arbeitskampf, dass der Arbeitgeber da ähnlich harte Methoden aufgezogen hat oder zumindest nicht so weit davon entfernt. Vielleicht kannst du da ein bisschen was von erzählen. Ja, also die Auseinandersetzung, die hat schon Pfeffer gehabt, ja? Was der Arbeitgeber da alles getrieben hat. Fangen wir nun mit den schärfsten Dingen an. Ja? 1. April, wir haben ja auch die Forderung gestellt mit der Arbeitszeitverkürzung, das war ja, sagen wir, das Vehikel, damit wir Schutz und Sicherheit bekommen, also 1.4., 1. Streiktag. Wir stehen am Tor, dann kommen Beschäftigte rein zu, ich würde ja gern, wir haben ja schon diskutiert innerbetrieblich, es ist ja nicht alles zu plötzlich gekommen, sondern die Leute wussten Bescheid. Und dann kommen die Befristeten und sagen, du, am 1.4. Machen die eine Besprechung und sagen dir knallhart ins Gesicht, die Befristeten, wenn du als Befristeter an dem Streik dich beteiligst, dann wird dein Vertrag nicht verlängert. So, und das sagen die dir aber natürlich nur unter 4 Augen, weil die Beschäftigten, die Befristeten, denen haben die Angst gemacht. Und das ist Land auf, Land ab, nicht nur in Augsburg gewesen, das war überall so. Bei den Beamten haben sie gesagt, kannst du deine Rechte wahrnehmen, sage ich mal, nicht als Streikbrecher einzusetzen. Das haben ja auch viele gemacht, ja. Aber einige haben es eben nicht gemacht, weil sie auch sagen, denen ist gedroht worden, bei Beamten, ne, die werden befördert, hängt es ans Geld, sie kriegen eine Beurteilung, geht es ums Geld. Und dann hat ihnen gesagt, also, wenn du dich nicht seinem Komfort verhältst, dann ist es die Beförderung nicht, dann ist es nicht deine Beurteilung, also überleg dir, was du machst. Ich erwarte sozusagen, ich als Chef erwarte einfach. Ja. Also die haben dermaßen Druck auf die Beschäftigten ausgeübt, sowas kannten wir überhaupt noch nicht. Ja, und auch überhaupt der Ansatz dieses Arbeitgebers war natürlich frustrierend oder sowas kennen wir nicht. Also wir lebten die Zusammenarbeit als Sex- und Sozialpartnerschaft. Also die Fallhöhe von ihm, die war so extrem. Der stellt sich hinter Appel, unser Vorstand, schon im Herbst 2012 und verkündet hat sein Ziel. Sein Ziel ist schlicht und ergreifend, den Menschen weniger zu zahlen. Und dann stellt er sich hier und sagt, entweder mache ich das mit Verdi oder gegen Verdi. Und er hat es gegen Verdi gemacht. Ja? Seit 2 Jahren sagen die, wir haben zwar das Ergebnis, aber in 5 Jahren weiß ich nicht, wie es geht. Mittelfristplanung, der Gerte stellt sich hin, Briefvorstand, sagt er, ich muss eine Planung haben für 40 Jahre. Ich habe den Knochen.
lebt er denn eigentlich, gell? Also, aber auf jeden Fall diese Blödaussagen machst, dann machen sie eine Pressekampagne, dann machen sie Druck auf die Beschäftigten. Beim Streikaufruf zum Beispiel stehen 5 Abteilungsleiter am Tor, ja? Wir rufen den Streik aus, reden mit den Beschäftigten, sie kommen hin uns rüber, praktisch über, bei mir ist es ja nicht so problematisch, gell, über mich drüber zu schwätzen, gell, aber gut, also von dem her reden sie, ja, sie müssen nicht streiken und so weiter, dann waren ja die Kollegen vom KfK, von der Betriebssitzung mit dabei, Kollege Helmer, so also, was streiken die denn da, wer ist denn das, oder das sind ja Abteilungsleiter, die sprechen jeden an, sagen wir, ihr müsst nicht und so weiter. Beim Umdrehen des Fahrzeugs sind es auch die Leute zu und ins Fenster hinein und sagen, wir müssen nicht und so weiter. Ja. Also ganz schwierige Situation. Und jeden Tag Security ist beschafft worden, dass wir ja nicht den kostbaren Raum, sage ich mal, übertreten am Gelände, sage ich mal, nicht mehr rein. Sie haben ein Drehkreuz, wo wir einen Eingang haben, haben es abgesperrt, mit dem Schloss praktisch, dass man nicht mehr rein kann. Also es ist von Lächerlichkeiten, sage ich ja mal, ja. Und da ich auch Betriebsrätin bin, wenn ich sagen, mit Kollegen gesprochen habe als Betriebsrat, ja, was machst du da, du darfst doch jetzt hier gar nicht am Gelände sein, und sage, ich bin als Betriebsrätin, was willst du jetzt und so weiter. Ja. Kommt der Nächste, der auf dem Parkplatz steht, der nächste Abteilungsleiter, ja, also wenn du jetzt noch länger da stehst, dann muss ich der Niederlassungsleiter sagen, dann sagst du der Niederlassungsleiter, bitte schön, gell. Und dann, also wirklich, der Druck ist immens auf jeden ausgemacht worden, und aber ganz schlimm auch Werksvertreter. Seit dem ersten Tag des Streikmöglichkeiten, zum 1. April, haben sie einmal doppelte Belegschaft gemacht. In der stationären Bearbeitung ist eine Schicht da, da haben wir zwischen 60 und 80 Menschen drin, und sie haben 40 Werksvertreter praktisch am 1.4. eingestellt. Eine Firma, eine Leiharbeitsfirma, die dann nicht als Leiharbeitsfirma da war, sondern es ist dann ein Werksvertrag gemacht worden. Da müssen wir jetzt auch mal schauen, ob das einmal ist, weil unserer Ansicht nach ist es kein Werksvertrag. Das Gewerk kann nicht, sage ich mal, ist nicht eigenständig gewesen. Das ist also sehr schwierig, ne? Was ist ein Gewerk, ja? Was macht dieser Werkvertreter? Aber wenn unsere Chefs da, mit denen mit Werkvertreter arbeiten, wenn sie unsere Betriebsmittel benutzen, ja, dann sagen wir, es ist kein Werksvertrag. Aber das Ähnliche, wie der Thomas sagt, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, war schon eine deutsche Sprachbarriere fast unmöglich. Ja? Wir haben ganze Autos voll mit ungarischen Kennzeichen, dann waren Rumänen drin, dann haben wir eine Kollegin, die aus Rumänien kommt, die Deutsch spricht, die sie gefragt hat, du könntest du bitte kommen, wir brauchen mit den Rumänen, die müssen Arbeitsverträge machen, die müssen Versicherungen abschließen, bitte übersetzt das für uns. Ja? Die haben selber keine Möglichkeiten gehabt, mit den Leuten zu sprechen, geschweige denn in der Halle zu sprechen mit denen. Ja? Aber das ist alles ganz egal, sie haben sie als Streikbrecher eingesetzt. Die Kampagne jetzt noch mal kurz vor den Verhandlungen am Freitag, diese Bildzeitungskampagne, dafür haben sie Geld. Ja? Doppelte Mannschaft zu machen, in den stationären Bearbeitungen, in der Zustellung, ja? Die haben den Verkehr doppelt besetzt. Alles nur, um zu sagen, dort und dort und dort und dort arbeiten. Aber Streikbrecher einsetzen, unter Druck auf die Beschäftigten. Also das ist etwas, was wir bisher nicht von uns kann. Okay, das heißt quasi die Sozialpartnerschaft, die lange bestand, wurde dann letztendlich richtig aufgekündigt. Kann man so sagen, ja. Und du hattest eben gesagt, dass ihr versuchen werdet, gegen diesen Einsatz des nur scheinbaren Werkvertrags vorzugehen. Meinst du ihr als Betriebsrat oder was habt ihr? Ja, als Betriebsrat. Also es ist so, also wir müssen schauen, wie kommt man hin, ne? Und zur Rechtsanwalt sagt, also welche Möglichkeiten haben wir denn? Und dann muss man schauen, welche Möglichkeiten wir haben. Oder Sonntagsarbeit natürlich, ja. Also wir werden da 3 Verfahren führen wahrscheinlich. Einmal, die Delivery gibt es ja jetzt leider, also das ist ja die Kröte, die wir schlucken mussten. Aber es ist die Frage, ist es nicht ein gemeinsamer Betrieb? Also muss ich vorstellen, die arbeiten Tor an Tor miteinander. Eine richtige Trennung. Die führen die Delivery-Leute jetzt zum 1. April. Haben die Fahrzeuge von der Post AG, Arbeitsmittel von der Post AG. Das eine Tor wird um 6 Uhr von der Post benutzt, um 8 Uhr wird es von der Delivery benutzt. Ja. Also ist da tatsächlich ein gemeinsamer Betrieb oder ist da wirklich eine andere Organisation? Der Chef dieser Paketzusteller ist seit 1.4. sagen wir mal, der Chef der Delivery und ist, die 2 Büros, die früher zusammengehören, da ist ein Schrank zwischen der Verbindungstür eingestellt worden, ja? Und das ist das eine Büro von der Delivery und das ist das Büro vom Personaleinsatz der Postler. Das ist ein Bereich. Dann halten wir die Sonntagsarbeit für nicht gerechtfertigt. Also, ja, waren
haben, die praktisch verderben. Ich weiß, was durch die Presse gegeistert ist, von Bienen da und Arzneimittel da. Also ich weiß, die Apotheken, wenn sie schnell wollen, haben eine andere Vertriebsmöglichkeit. Ja. Und die Post stört normalerweise, sage ich mal, wenn was verdirbt, ob es jetzt Blumen zum Valentinstag sind und so weiter, sagen sie auch, das sind AGBs, bitte schön, Freunde, kriegst du wieder auf, gell? Paket hat 50 Euro und wenn es das nicht zu viel ist, dann sind es die AGBs. Ja. Ansonsten legt sie es auch nicht auf. Und von dem her ist es da auch noch eine Frage. Wir haben da die Gewerbeaufsicht MDR informiert, aber so wie es die Luise schon dargestellt hat, sagen wir mal so vorsichtig, die haben jetzt von der Arbeitsministerin durch das Schreiben vorsichtig ausgedrückt, ziehen sie sich jetzt vornehm zurück, aber dort werden wir auch gucken, dass wir rankommen, auch Möglichkeiten von drei Verfahren, die wir führen können für die Sonntagsarbeit, Beamteneinsatz, also der Richter da in Bonn zweimal, also es gibt ein gutes Verfassungsurteil, keine Beamten auf besteigenden Posten. Und jetzt beim zweiten Mal, wir kriegen so einen Hals, ja, weil er sagt, naja, die Post hat schon ein bisschen verstoßen jetzt dagegen, aber in der großen Masse, also das bisschen Verstoß von den Beamten, das bisschen Verstoß von den Beamten zu der großen Masse der Beschäftigten, das ist zu wenig, dann lassen wir sie mal. Ja, es kann nicht sein, also entweder gibt es eine Regelung, ein Verfassungsurteil, das einzuhalten ist, ja, oder gibt es nicht, das heißt, es gibt nur einen Verstoß oder nur zwei Verstöße, wir haben jetzt einen Schutz bis 2019. Also Verfahren, wenn man es jetzt einmal durch alle Instanzen macht, dauert auch ein paar Jahre. Und das müssen wir meiner Ansicht nach auch führen, damit beim nächsten Streik sie vielleicht weniger Möglichkeiten haben, so haarscharf an den Gesetzen oder unserer Ansicht nach bei Sonntagsarbeit schon drüber zu gehen. Ja, vielen Dank erstmal für die jetzt funktioniert.